Hey meine Lieben, wir starten hier einfach im Menü, weil wir sind süß. Hallo meine Lieben. Hallo meine Lieben. Hier sind wieder euer Claudi und euer Danny. Hallo, ich bin der Claudi und das ist der Danny. Und wie... Nein. Was machen wir denn heute, Claudi? Ja, heute ist Krieg angesagt. Krieg. Das finde ich toll. Heute für Krieg. Heute für War. Und heute für... Was sagst du, Donny? Wieder Krieg. Ja, ich denke auch, Donny. Let's go. Ja, ich... Oh, was haben wir hier? Krieg. Holy shit. Ja. Die Herzlosen marschieren hier ein, kämpfen gegen die Niemande oder oh mein Gott, was ist das nur? Hear me, my heartless. Attack the white husks. Sweep them away. What are you nuts? We're never gonna win. I don't know about you, but I'm out of here, sister. You pathetic coward. Huh. Necralo war schon echt vernünftig hier. Leave the white ones. Turn your attention to Sora and his friends. Oh boy. Ja, oh, dann, was machen wir nur? Oh mein Gott, Niemande und Herzlose. Auf einmal. Oh, ich hab keinen Drive. Ich hatte mich gerade kurz gemutet, weil ich esse nebenbei gerade Clementinen. Ja, ist mal lecker, lecker. Und, los, Donny, mach was! Mach alle tot! Ich hab mich gerade an dem Saft, der aus der Clementine raus spritzt, habe ich mich gerade verschluckt. Ja, das kann mal passieren. Ich hab ein verborgenes Talent für solche Sachen. Ja, das ist irgendwie heftig. Deswegen... Muss ich gerade ein bisschen husten. Ja, ja, hust ruhig. Alles gut. Wir haben noch eine Cutscene. Das ist doch super. Jetzt kannst du noch mehr dich entspannen. Where's Maleficent? Looks like she ran away. Well, that was pretty lame of her. I guess we picked the wrong side. Hey, if you're looking to pick sides, why don't you pick Leon's? They can always use help. Does this Leon have any treasure? Yeah, lots of stuff. Perfect. Come on. Who are you? Oh, we're nothing worth mentioning. Just three treasure fanatics. Later, taters! Bis dann. Huh. Did Leon really have any treasure? Na klar. Ich liebe Donald. Der beste Kerl. Ja. Yeah. Will Leon einfach eins auswischen aus... keinem Grund whatsoever. We don't have time for you. He's just there for mischief. Wow, oh, was geht jetzt ab? Ach ja. Ach ja. Crazy. Hey, was geht? Lang nicht gesehen, ne? Sephiroth. Ain't Sephiroth the one who's supposed to be the dark part of Cloud's heart? Did Cloud tell you that? Then he must understand now. Just what are you gonna do to him? Nothing. Cloud is the one who hungers for darkness. He said he's got a score to settle with you. I see. He wants to meet me again. Then I should give him what he wants. That last bit of light is always the hardest to snuff out. Hmm.
Tschüss. Das ist so bescheuert. Ja, naja, Sephiroth ist halt gay. Was? Und Cloud auch. Nein, aber das meine ich doch jetzt gar nicht. Aber das ist jetzt... Aber das ist gerade so random auftaucht. Weißt du, ich weiß. Aber ich. Jeder, der, keine Ahnung. Das ist gerade auch so richtig geil. Ja, also, Sammy Rons sind gay und Cloud auch. Naja, whatever. They came from that hole over there. Ach ja, da ist ein Loch. Das ist ein Loch. Rein ins Loch? Nee. I don't remember that being there before. I wonder where it leads. Gay. Alles klar. Nee, das hier, das ist ein neues Loch. Das gab's damals in der PS2-Version. Achso, okay. Deswegen gab's diese Cutscene. Und die Cutscene gab's auch nicht in doch, die mit Sephiroth gab's. Aber jetzt hat sie irgendwie einen Sinn, in gewissermaßen, weil ja jetzt das Loch da ist. So, ja klar. Jetzt macht das alles Das ist Sinn. Doch, wir können ja mal reingucken. Aber wir werden das jetzt noch nicht machen. Das ist Endgame-Content. Oho, ja, Kevin das sind und die Kevin und die Sunshine Boys, weiß ich nicht. Also das ist quasi so eine Art Endgame-Dungeon und ja. Der Endboss davon ist er, oder was? Nein. Der Endboss okay. Hier wirst du dann sehen, wenn es soweit ist. Aber hey, wir können hier schon mal so ein bisschen durch, aber was wir hier... Ah ja, guck einfach. Hübsch, nicht? Ja. An welcher Stelle macht einem das Spiel klar, dass man jetzt noch nicht hier sein sollte? Ich zeig's dir. Muss ja irgendwo. Ja, ab dieser Stelle hier. Ja, aber ich meine, das wird ja jetzt in der Cutscene, wurde das ja so angeteasert nach dem Motto: Ja, da geht's weiter, geh da mal rein. Ja, richtig. So, das macht doch jeder normale Spieler, der geht doch jetzt erstmal hier rein. Richtig, und man wird dann sofort bemerken: Okay, die Gegner sind eigentlich schon etwas schwerer. Da müsste aber doch einem auch das Spiel mal oder irgendwie so vermitteln, so Zora müsste sich das so angucken, müsste sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, wir sollten noch nicht hier sein oder sowas, keine Ahnung, du weißt, was ich meine. Ja. Wobei du bist jetzt ganz gut. Bisher noch ganz gut, ehrlich gesagt, ja. Unerwartet. Aber guck dir das mal an. Ah ja, jetzt ist hier gleich Feierabend. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ach ja, diese. Ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal, als sie aufgetaucht sind, gefragt habe, aber diese drei Feen, sind die eine Erfindung für Kingdom Hearts? Nein, gab's die gab's in Kingdom Hearts, Final Fantasy 10, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Die sind aus einem Final Fantasy, okay. Ja, ja, warte, wir können ja kurz. Nee, wir gucken jetzt nicht nach. Wobei doch. So. Also, Characters, wo sind die hier? Guck mal, nehmen wir die. Final Fantasy 10-2, ja. 10-2, ach so, ja, ich habe nur 10-1 gespielt. Genau, Yuna, Riku und Pain. Ich habe auch 10-1 nicht gespielt. Ist okay. Ja, auf jeden Fall hier. Ansonsten, wenn wir in die Tür reingehen, werden wir schnell bemerken, okay, wir kommen hier noch nicht durch, weil gewisse Dinge passieren hier und bla. Genau, ansonsten bemerkt man es recht schnell an, also daran, dass die Gegner halt so relativ stark sind. Aber interessant. Genau. So. We'll help. Sora, behind you. Oi. Ah! Defeat all the nobodies. We will defeat the nobodies. So, weg mit den Nobodies. Das hier dieser heftige Krieg ist zwischen den Nobodies und den Heartless. Und ich frag mich, ob das wirklich so. Keine Ahnung. Also, die Heartless sind ja offensichtlich schlechter.
als die Nobodies. Also im Grunde schon. Also wir sind natürlich nicht auf den Seiten von beiden. Aber ja, im Grunde sind die Nobodies, die wollen eigentlich nur wieder ihr Herz haben. Und, aber ja, es hat das wobei die Heartless eigentlich auch. Lore-technischen Hintergründe, warum Heartless nicht so stark sind wie Nobodies? Einfach weil Heartless nur sozusagen bezüglich ihres Instinktes handeln können und Nobodies haben tatsächlich noch irgendwas, was man Intellekt nennen kann. Also sie können ja, planen. Okay, da hast du auch wieder recht. Also ich glaube, ich werde sterben. Allein schon von der ja. Scheiße. Allein schon auf der geistigen Ebene, ja. Okay, ja, das, sozusagen, das, genau. Das sehe ich auf jeden aber Fall. Okay, warte, wir machen das jetzt mal hier ein bisschen schlauer. Aber ich sag mal, vom Gameplay-Aspekt merkt man es natürlich auch, dass die Nobodies schon eine ja. größere Herausforderung sind als die Heartless. Auch wenn es die in Teil 1 noch nicht gab. Aber sie haben das relativ gut hier eingebunden ins Spiel. Deswegen finde ich es auch gar nicht so schlecht, dass man quasi viele Welten, ich glaube es waren nicht alle, vielleicht waren es aber auch alle, einmal in so einer Version macht, wo man eben wirklich die Heartless als Hauptgegner hat und später das Ganze dann mehr oder weniger durch Nobodies ausgetauscht wird. Ja. Zumindest hatte ich so grob in Erinnerung, dass es so war. Und das zeigt halt einfach auch, dass sie sich schon was dabei gedacht haben, dass die Nobodies dann einfach ein bisschen schwerer sind, um da eine gewisse Spannung reinzukriegen oder gewissen erhöhten Schwierigkeitsgrad, damit man dann beim zweiten Mal, wenn man zurückkommt, nicht schon wieder gegen die gleichen Gegner kämpfen muss. Ja. Oh ja. Los, Donny, my boy. Kill them all. Alter. Wie nennen wir hier die eigentlich? Das sind die Tänzerinnen. Ja, aber das ist ja langweilig, also. Aber die heißen so. The King's in the Bailey. You better head over there. Got it. Got it. Haben alles kaputt gemacht. Shit. Ja. Wow. Ja. Okay. Ich find's gut, dass sie aber auch mitten zwischen den ganzen Heartless stehen können. Wo kommt er denn jetzt her? Ja, Stitch kämpft auch mit, finde ich gut. Gut, sie haben einen besiegt. Ja. Schon mal was, ne? Oh, da stehen sie Seite an Seite, die zwei Edgy Boys. Well, might be tough if one more shows up. Then that'll have to be the one I take. Bisschen Sugar für die Girls. What? You're fighting too? Bisschen so diese Legolas-Gimli-Dynamik aus Herr der Ringe. Ach so, ja gut. Dass sie sich so gegenseitig challengen. Oh, das ist... Sephiroth! I love you! I understand that you've been looking for me. Yeah. Yeah. Once I get rid of you, the darkness will go away. Can you do it?
That darkness comes from your own dark memories. Do you think you can erase your past? Shut up! Face it. Shit. You turn your back on the present and live in the past. Because the light of the present is too much. You don't know me! Cloud! I know. Because I am you. Cloud! Wait! Huh? So, die macht Faustkampf, alles klar. Ja. Jetzt waren die beiden so kurz davor, ihre Schwerter zu kreuzen. Halt echt. Leon, everybody, hang in there. Ach so, Sora hat das alles jetzt so beobachtet. Ja, yeah, er hat das alles von hier oben gesehen. Oh. Alles, was da passiert ist. Ah, da guckt die. Das ist schon hübsch, mag ich mal. Ja, das sieht schon cool aus. Aber das Castle, das war doch eigentlich viel näher dran. Warum wirkt das hier so weit weg? Ich glaube, das liegt daran, weil hier... Nee. Oh, nö, nicht die. Ach, die mag ich nicht. Also, das ist die... Aber, nee, das ist ein anderes Castle. Nee, warte, ich sag's gleich. Aber die sind gerade ein bisschen nervig. Wir gehen fort mit euch, dankeschön. So, also, wir kommen ja, ach Gott, komm Sora, du kannst auch höher springen. So, wir kommen ja eigentlich von hier. Ja. Na, von hier. Und hier war die ganze Zeit so eine riesige Mauer. Ja. Quasi, die bis hier hingereicht hat. Ja, ja, ja. Und... wir sind dann so hier runter und dann war halt hier diese Mauer gewesen und so. Ja, ja, ja. Und dann konnten wir nur hier rein kurz. Ja. Und jetzt ist das alles auf. Ja, das ist schon klar. Was ist dann deine Frage? Das Castle, was da am Horizont ist, das kam mir irgendwie näher vor. Das da. Ah, ja, das kann auch sein, ne? Das kam mir irgendwie näher. Jetzt ist es aber ganz weit weg, stimmt. Ja, keine Ahnung. Das ist richtig weit weg. Wir gucken mal. Let's go. Ja. Michael! Don't worry, there's already lots of help here. We'll take care of this fight. Friends. But I promised Leon. Donald, Goofy, take Sora and get going. Riku, Kairi, give me a little time, okay? Your Majesty! We understand. We'll go search for Riku and Kairi. Right. Watch for danger. You'll be careful too. Wait, you guys. Sora, do as you're told. You're coming with us whether you want to or not. Come on, Sora. You gotta be good. Gotcha. Well then, skedaddle. Let's go. Tschüss. I'm sorry, Your Majesty. Hope you can forgive us. Er schiebt die CD rein zu seinem Mixtape. Jetzt müsste eigentlich so schlechte Musik eingeblendet werden, so neues. Ja, schlecht ist das ja nicht, aber so neues Musik. Mit dem Mülltonnen-Song. Ja. Nee, ich glaube, der ist copyrighted, kann ich nicht machen. Schade. Vielleicht, ich guck mal, ob ich hier irgendwas einblende. Ja, irgendwas richtig Schlechtes. wer das mein so kleiner grüner Kaktus. Nein. Hier, ich liebe diese Cutscene. Einfach deswegen, weil sie so unnötig lange ist. Weil er den ganzen Weg jetzt lang geht. Ne? Ja.
Ja, aber normalerweise müsste man jetzt im Hintergrund aus dem anderen Raum hören, kommt noch die ganze Zeit die Musik. Ja, so ein bisschen dumpf. Ach ja. Weil jetzt erstmal nach unten hier. Let's go. Ja, lass dir Zeit, alles gut. Ja, ist schon wichtig, dass wir das alles sehen. Wir müssen ja herausfinden, wo er lang gegangen ist. Genau, und was er vorhat. Ja, und auch wie die Klappe wieder zugeht, das ist wichtig, dass man das sieht. Genau. Ja. Das wäre, weißt du, was noch geiler wäre, wenn diese komplette Sequenz jetzt sehen würde, wie er bis da ganz unten hingeht. Bis er ganz unten angekommen ist. Aber nie weiß, dass er schon so lang läuft. Aber so eine 5-Minuten-Katze, wie er sich die ganze Zeit hier im Kreis bewegt. Und von oben diese immer leiser werdende Musik von seinem Master. Oh, das ist super. Oh ja. Ja, gleich ist er unten. Perfekter Meme-Content, aber leider. Gleich ist es soweit. Gleich hat er es geschafft. Ja. Er könnte auch einfach runterschweben oder so. Nee, aber er vertritt sich mal so ein bisschen die Beine und macht. Vor allen Dingen, sie hätten auch jetzt, nachdem sie quasi die Szene geswitcht haben, zu einer Szene hinswitchen können, wo er kurz. Kurz vor der Tür ist. I forbid it. Forget this talk of doors and the heart of all worlds. That place must not be defiled. But Master Ansem. I've been thinking. They are not. Those thoughts are best forgotten. I'm a fool. I'm a fool. Ich glaube, das ist auch eine Final Mix Cutscene, die mit dazu gemacht wurde. Ich kann mich nicht erinnern, dass die im PS2 mit dabei war. Ja, jetzt hat er es endlich geschafft. Ja. Ah, jetzt kann er endlich Platz nehmen. Nach dem Powerwalking. It has been far too long. Friend. Okay. Ja. Faye, jetzt weißt du's. Daniel, du weißt es nicht. Du hast keine Ahnung, was das ist. Ja. Aber Faye, du weißt es jetzt auf jeden Fall. Ja, jetzt connectest du die Dots. Hier ist der Emo-Boy. Zaxian! Zaxian! Right here. What is it? Where is Lord Xemnas? His usual spot. The Chamber of Repose? Yes, go and see for yourself. That isn't funny! I suppose I have no choice but to wait. But the clock is ticking. Time is running out. What to do? Why is he never around when I need him? Das ist eine Vergangene. Also aus der Vergangenheit. You know, I don't like that place either. What about you, Zaxian? What do you think? I think eavesdropping is intrusive. Why are you even here? You and Zaldin were tasked to recruit new members. Have you forgotten, or were you procrastinating? As if. I'm doing my job. I'll have you know, I found one just yesterday. Mar something. That puts the organization's count at 11. And since I've been working so hard, I had Lexius take my place for the day. I want to rest up for tomorrow, so I can wake up feeling nice and refreshed. Is that so? Well then, I will leave you to it. I have work to catch up on. Good day. Oh, don't be like that. Come on, stay and talk. Isn't it time you told me about Xemnas's secret? How long ago was it? When a bunch of warriors wielding key-shaped swords appeared and unleashed a spectacular battle. And when it was all over, all that was left was a man lying unconscious without his memories. Xemnas. Xehanort was found by Ansem right around then, wasn't he?
Your point? The Chamber of Repose. If you recall, that's where we spent our time researching the darkness that resides within people's hearts. It's a graveyard that was sealed by order of Ansem the Wise. The first thing Xemnas did once he got rid of him was to undo the seal and build a room in the back. Ever since then, he holds himself up in that room when he can and he talks to someone. But who? For all I know, he's the only one in that room. Need I repeat myself about eavesdropping? Not eavesdropping. Couldn't hear what they were saying. Dying to find out what it was, though. You wouldn't know anything about it, would you? I know I would very much like to focus on my own duties. As you should with yours. For we need to prepare the new facility immediately. But there are only 11 of us in the organization. We're going to need a few more hands on deck. What new facility? Oh, you mean Castle Oblivion. What does Xemnas plan on doing with that place, anyway? He already shared his intentions with us. But did you know there's something he didn't share? The Chamber of Repose is part of a pair. The Chamber of Waking is the other. Another graveyard, if you want to call it that. It was constructed by someone other than Xemnas himself. And that's where he'll find it. That's where he'll find his other friend. Viel zu lange Cutscene. Das sind eine Menge Cutscenes an der Stelle. Mit ich glaube, eine Menge Input. So viele gab es in Kingdom Hearts 1 nicht. Was geht? Hey, you guys are looking lively. Scram! Didn't we catch you messing around in the underworld? How'd a wimp like you get into Organization 13? I bet you can't even fight. Yeah, but we can. You shouldn't judge anyone by appearance. Oh, I told them they were sending the wrong guy. Who is this kook? Remember, the organization's made up of nobodies. Right. No hearts. Oh, we do too have hearts. Don't be mad. You can't trick us. Silence, traitor. Da wird er richtig sauer. Da wird er richtig sauer hier. Jetzt wird er auch erstmal sein Mixtape vortragen. Yeah. Selbst komponiert. Dance wohl, Dance! Ich hasse ihn yeah. so sehr. Gott, ich hasse dich. Ich kann mich an den Kampf gegen den Kerl erinnern. War irgendwie weird. Vor allen Dingen auch sein Verhalten ist so weird. Ja, weil das Ding ist, er hat halt absolut keinen Bock auf das, was er hier machen muss. Ich glaube, wir schaffen das nicht. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen scheiße. Ja, wieso? Was ist weil der... Wir müssen hier Dingsies machen, ne? Ich habe nur noch 14 Sekunden und ich bin fast, ja. Ich weiß ja nicht mehr genau, was überhaupt... Achso, man muss alle die Zahl darunter kloppen. Jetzt habe ich es erst gesehen. Ja, und wenn wir es nicht schaffen, dann müssen wir jetzt nochmal alles von vorne schaffen. Ja, das ist doch super. Also, Dance, Warrior, Dance. Können wir nochmal die Katze gucken, wo der Dude darunter läuft? Ja, nee. Da habe ich echt keinen Bock drauf, muss ich sagen. Nein, ich wollte nicht Donald machen. Okay, mach einfach Donny. Los, Donny. Vielleicht bringt das was. Ja, so hast du mehr geschafft als gerade eben bisher. Auf jeden Fall. Aber das ist schon enges Zeitlimit. Ist das in jetzt können wir ihn umbringen.
Ist das in jedem Schwierigkeitsgrad so niedrig? Oder ist das nur Teil von diesem Schwierigkeitsgrad? Naja. Wechseln ist, Wechseln sag ich schon. Wie hieß er denn nochmal? Demix, genau. Ich hasse ihn, ich mag ihn nicht so sehr. Nee, aber dieses Zeitlimit, was du hast. Ja, das ist, es ist sehr nervig, muss ich sagen. Und, ich muss mal hier. Excuse me. Stop. Das ist halt immer noch nicht meine Frage. Ich glaube, da wir hier auf Critical machen, ist ein bisschen schwieriger. Aber ich bin mir nicht sicher, wie das mit dem Zeitfenster ist. Ja. Aber immerhin hat er. Macht er gerade Michael Jackson durch? Ja, macht. Au! Das ist ja super. Dün, 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 dün. Bam, 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 bam. Au! Danke, Donny. Wirklich lieb von dir. Ich glaube, ich mache mal Meister vor. Also eigentlich müsste hier eine andere Bosskampfmusik laufen. Hier müsste eigentlich so ein Groovy Beat laufen oder sowas. So. Du hast ihn. Ja. Blizzard. Oh, cool. Oh, aber ja, Demix kann manchmal echt anstrengend sein. But we did it. Oh, no way! Nö, ist er tot. Anyone from the organization who'd like to be next? Hey, Sora! Yeah, we gotta go help our friends out first. Oh, sorry. Then let's go. Aha! There you are. Aha! You Wichser! Aha! Was macht ihr hier? Ha! Oh, ja, guck da ruhig so. You sure have lots of friends to help. So, I guess we better all pull together and finish this battle for good. Yes, Your Majesty! A nine. Look out! Goofy, nein! Dead. No. Hey, you're the king's captain. You gotta get up. Come on, wake up. Oh, no. I'm sorry about the ice cream. Goofy? Goofy. This is not happening. It can't be happening. It can't. No. They'll pay for this. Oh, jetzt macht Michael Maus ernst. Let's fucking go! Goofy muss gerecht werden. Goofy, nein! Goofy's dead, he's dead, you know? Ja, er ist tot. Er wurde von einem Stein im Kopf getroffen, das ist Instant Death. Ja, er ist tot. Diese ist so. Szene soll Dramaturgie reinbringen, aber sie ist so. So stupid eigentlich. Oh shit, jetzt müssen wir gegen alle Heartless kämpfen hier. Oh, aber Yuffie! Nein. Oh Gott, jetzt was passiert geht's hier? Oh, jetzt los, müssen wir mal. Level Form! It's time for the Arena-Modus. Aber ich mag dieses, von welcher Form ist denn dieses gelbe, Das ist die Meisterform. Das sieht, das Outfit sieht richtig cool aus. Ich mag das auch, ist voll cool. Ja. So. Okay, let's go. Nächster Arena-Kampf.
Na, na, na. Boah, hier durch den Schienen. Oh yeah, Leon the Boy. Ah, ich verpasse das immer. Ich weiß nicht, wie man es macht. Ach Mann, ich bin echt doof. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Oh, danke, Mann. Wow. Voll lieb von dir. Die würden wir mal. Ja, Leon, ey, du hast Leon an deiner Seite, da kann gar nichts schief gehen. Ja, Leon kann gern mal was machen hier. Er macht doch was. Leon muss man wirklich sagen, er müsste ein dauerhafter Begleiter sein. Guck dir an, was der mit seinem riesen Ding da machen kann. Das ist schon krass. Weil der wieder die Gegner wegslappt mit seinem Prängel da. So, weg damit. Ja, Alter, was ein riesen. Ja, der glüht sogar. Ja, aber auf jeden Fall. So, jetzt machen wir gleich hier nochmal Limit Form. Baby! Oh, das ist die Boxfrau. Ah, ich fand. Rising Sun? Ah, ja. Rising Sun, oh. Ja, das ist so ein. Nice. So ein Angriff, den man machen kann. Schmetter-Move. Ich finde das so geil, dass sie aber mit ihren Fäusten kämpft. Das ist jeder andere hat so richtig so Leon, so ein. Fettes Schwert, ja. Was größer wird und glüht. Und sie hat Fäuste. Und sie ist trotzdem genauso stark. Ja. Sogar stärker. Ja, es ist tiefer. Tiefer macht Dinge kaputt. Ist es. Warte. Wenn tiefer eine böse Zwillingsschwester hätte, oder eine gute, wäre das dann Antifa? Merkst du selber. Das ist schon ganz ja, besonders witzig. Ich fühle mich ja manchmal witziger als ich bin. Ja, aber. Ja, wie dem auch sei. Wer ist das jetzt hier? Ich hab's gar nicht mitgebracht, das ist Claudia. Der hat natürlich auch wieder seinen Prängel hier draußen. Hui. Oi, guck mal, oi. Hübsch, hat er das gemacht. Tschüss! Nice. Erstmal ein paar Final Fantasy Characters gehabt. Jetzt gehen wir weiter. Are you okay? Nein, Goofy ist tot. Hey, fellas! Goofy! So dumm. Goofy! Du lebst ja! You know, that really hurt! Aw, Goofy! Of course, Your Majesty! I get bumped on the head all the time! Oh, ow, 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 ow! That hurt too! Don't you ever do that again! Süß. Glitzer, Glitzer. Oh yeah, mehr heilen, endlich. Goofy ist wieder da. Ich dachte, er ist tot. Cool. Auf einmal ist das gar nicht Goofy. Sondern es ist... Sei niemand! Denn Goofy wurde dematerialisiert. Meine Fresse. Ja, aber der... Nee. Aber nein. Das ist der echte Goofy, weil das hier macht deutlich mehr Sinn. Er hat einen fucking Stein gegen den Kopf bekommen. Das heißt bei weitem nicht, dass er tot ist. Niemand hat seinen Puls oder irgendwas gecheckt. Es ist, sie haben ihn einfach nur am Boden liegen sehen und dachten, er ist tot. Ich meine. Es nee. Ist Feugooks. Oh, Müll. Alter, wie er seinen Kopf bewegt. Alter. Voll Gooks. Okay. Ja, es ist nicht mehr Goofy. Es ist so wie bei Chopper. Es ist nicht mehr Chopper, es ist Chopper. Also, es ist Voll Gooks. Voll Gooks? Voll Gooks. Voll Gooks. Oh Gott. Da muss ich mich dran gewöhnen. Ja, Voll Gooks. Voll Gooks. Und was sagst du, Migi? I'm glad I'm... Everyone's alright, but we can't relax just yet. We have to rally together. And I don't care. Ich bin nur hier, weil es Nüsse gibt. Oder so. Okay.
Wieso hast du mit Donald geredet, wenn du sowieso nur das machst? Ja, genau deswegen. Erstmal. Und dann mehr auch nicht. Ja, gut. Alter, manchmal weiß ich nicht, wie ich die Limitform genau mache. Vielleicht liegt es daran, dass ich hier. Mann, keine Ahnung, stattdessen einen geilen Summon machst. Chicken Little zum Beispiel. Entschuldigung. Nein. What's with them? Kaputt. Hey! Da! Wer ist das? Oh. Warum ist er so sexy? It's the guy who's got handsome. You mean it's his nobody? The leader of Organization 13. Wait a minute. Now I know. Oh, jetzt geht's los. Wise Ansem, I'm here to seek your advice. Okay. I'm glad we have the opportunity to speak like this, my friend. I'm intrigued by your hypothesis, and I'm finding it difficult to stave off the urge to test it. Still, I'm concerned about the stability of the worlds. Yep, that's what worries me too. The doors that appeared, the place the heartless seek. I fear my research may have brought this upon us. Master Ansem, regarding the experiment I presented the other day, with your permission, I'd like to proceed. I forbid it! Forget this talk of doors and the heart of all worlds. That place must not be defiled. But, Master Ansem, I've been thinking. They are not. Those thoughts are best forgotten. Now I remember, Xehanort, Ansem's apprentice. The leader of Organization 13 is Xehanort's nobody. Let's go! Ah! Move it! We got what Xehanort to the way! Right! Oh, die Musik ist geil. Jetzt geht's ab. Finde ich gut, dass es abgeht. Ich hoffe, du bist bereit für das, was jetzt kommt. Ja, es ist voll toll. Ich lieb's. Okay. Ah, oh nein, ich habe noch nicht die Limitform. Okay. Muss man erstmal normal kämpfen. Alter, so viele Atlas, boah, Junge, boah, Junge. Aber es schade, dass wir weder Döngelt noch, scheiße, ich hab den Namen schon wieder vergessen. Ah, das ist doch vergessen. Okay. So, wir machen das jetzt so, kommt her, wow. Okay. Können wir Goofy oder die neue Version von Goofy einfach Wurf nennen? Das ist einfacher. Ja, könnten wir eigentlich. Ich weiß nicht mehr, was du gerade eben gesagt hast, wie er jetzt heißt. Vollgooks. Vollgooks, ja, das ist. Wir nennen ihn aber Kurb. Oder Galf. Galf geht auch. Nein, ich wollte halt, weil er halt Nobody ist und so. Das ist ja nicht Goofy, deswegen Vollgooks. Einfach Goofy, nur mit einem X und ein bisschen gescrambled. Okay, jetzt verstehe ich, deswegen. Okay. Soweit habe ich nicht gedacht. Ich habe jetzt quasi eher in der Chapper-Analogie gedacht. Ach so. Okay. Wir machen jetzt nochmal. Ja, guck mal, da rücken schon die nächsten nach hier. Oh yeah. Ja. Level 2. Ja. Oh.
hast erst 200 Atlas erledigt. Da geht noch mehr, mein Freund. Wie viel muss man eigentlich erledigen? Oder ist das einfach so? 1000 Stück. Oh, doch. Tatsächlich, okay. Ja, alle. Echt alle? Alle, ja. Das ist crazy. Ich weiß das nämlich gar nicht mehr so genau. Die ein bisschen weiter weg sind, die haben nur einen 2D-Sprite natürlich. Ja, ist klar. Aber er hätte auch eine von diesen Dingern sein können, wo man quasi einfach so lange kämpft, bis was passiert. Ach nö. Aua. Ja, man muss hier tatsächlich 1000 Atlas erledigen, alles klar. Ja, dauert ein bisschen. Maleficent findet das nicht gut. Ja. It's over. Ja, ein bisschen repetitiv, aber schon cool. Ja, allein wegen dieser Masse und so, das ist halt schon irgendwie was, muss man einfach mal sagen. Aber es ist krass. Ja, ich hatte das noch in Erinnerung, dass es hier diesen langen Teil in Hollow Bastion gab. Aber ich habe irgendwie nicht mehr im Kopf gehabt, dass es so vergleichsweise früh im Spiel war. Ja, okay, wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte, glaube ich. Ja. Aber es ist... Ja, ich hatte das als Endgame im Kopf. Und nicht jetzt schon. Alter, heftig. Oh, super. It's so fucking awesome, yeah. Pew, pew, pew. Du hast jetzt gerade mal die Hälfte geschafft, holy shit. Ja, das ist ein bisschen anstrengend hier. Ja, das ist bestimmt einiges an Button-Mashing, ja. Aber ne, voll easy. Pew, hey, ey. Pew, hey, ey. Hey. Ich weiß auch nicht. Hey, ey. So, jetzt kommt her, Pupsis. Hör auf, Pupsis zu nennen. Nein! Das sind nicht deine Pupsis. Ja, also, würde mich jetzt von dir angegriffen fühlen, weil du die einfach Pupsis nennst. Nicht mein Problem. Aua! Piu! Piu, piu! Bergauf! Aua! Nein, es gibt keinen Drive. Oh shit! Oh nein! Sarah! Nein! Sarah Leone, ich wurde gepiepst! Nein. Das war jetzt nicht so cool. Ach komm, jetzt muss ich alles nochmal öffnen, ne? Haha! Ja. Okay. Geil! Ja, Tom Page. Nimm aber hier auf. Ja, mach jetzt so hier. Ja, yeah. Oh, was mache ich denn jetzt, wenn du das alles nochmal machst? Weiß ich auch nicht. Worüber rede ich denn jetzt? Jetzt muss ich mir ja was ausdenken. Du kannst ja über unsere Theorie mit Direktor Prickly erzählen. Es ist halt schon schwierig. Meinst Weil du? Dafür muss man eigentlich das Video als Kontext gesehen haben. Ja, das stimmt. Aber so ist das nun mal. Also, passt auf, Leute. Ja, ihr kennt ja sicherlich Disneys große Pause. Ja. Ja. Und wir haben einen der Filme dazu geguckt, den, ich würde sagen, bekanntesten Film. Ja, also die geheime Mission. Die geheime Mission, ja. Und in diesem Film ist einiges sehr sus, aber es gibt eine Szene, die ist sehr merkwürdig. Und zwar an der Schule, ich muss wirklich ausholen, ja. An der Schule von den Kids, da sind sehr merkwürdige Dinge, die vor sich gehen. Ein Forschungsteam, die irgendwas machen und quasi eine geheime Organisation hat sich in dieser Schule eingenistet während der Sommerferienzeit. Und deswegen passieren komische Dinge an der Schule. Und TJ, einer der Hauptcharaktere, der bemerkt das, ja. Und, natürlich bemerkt er das. Der ist aber ganz alleine, weil alle anderen sind in irgendwelchen Feriencamps. Und dann weiß er nicht, was er tun soll. Und dann geht er seinem Schuldirektor, dem Direktor Prickly, in den Ferien so richtig auf den Sack beim Golfspielen. Und der geht dann, warum auch immer, mit ihm mit, weil Teacher sagt ihm so, ah, in der Schule gehen komische Dinge vor sich, Mr. Prickley. Ah, das wollte ich. Muss ich das angucken. Und da sagt er so, alles klar, was ich nicht alles für euch Kids machen.
Dann fahren die beiden mit Prickly's Cabrio zu dieser Schule. Und jetzt kommen wir zu der Szene, also es war jetzt sehr runtergebrochen, aber dann, jetzt kommen wir zu der Szene, die ich meinte, oder über die wir reden. Und zwar, Direktor Prickly will die Schule aufschließen mit seinem Generalschlüssel, steckt den Schlüssel ins Schlüsselloch und bekommt einen Blitzschlag, wie auch immer, wird von irgendeinem grünen Strahl getroffen, zittert am ganzen Körper, wird von so einem, ist von so einer grünen Aura umgeben und löst sich einfach in Luft auf. Er ist einfach weg dann. So. Und alles, was noch übrig ist, sind seine verkohlten Schuhe. So, das Ding ist, ihr denkt jetzt sicher, ja, okay, gut, es ist ein Kinderfilm und so, und sie werden da bestimmt auch irgendeine bescheuerte Erklärung für haben, die dann im Laufe des Films noch erklärt wird oder so. Nein, nein, es gibt nicht mal eine unlogische Erklärung dafür, dass die irgendwie sagen wird, oh, wir haben so einen Beamstrahl oder so. Es gibt gar keine Erklärung dafür, was da passiert. Es wird einfach im Film nicht erklärt. Das Ding ist, es ist jetzt in gewisser Art und Weise ein Spoiler, aber ich bitte euch, das ist ein Kinderfilm, der alt ist. Direktor Prickly lebt das. Er überlebt das. Und er kommt später im Film noch vor. Er ist halt letztendlich gefangen genommen worden von diesen Typen. Und das bedeutet, er wurde mit diesem Strahl dematerialisiert. Und ist dann irgendwo in der Schule wieder materialisiert worden, wo sie ihn dann gefangen genommen haben. So, und das Ding ist, wir haben überlegt, wie könnte man das logisch herleiten, was da passiert ist. Er wurde von diesem Blitz getroffen, hat sich Luft aufgelöst. Alles schön und gut. Nehmen wir an, es gibt etwas, was das kann. So, dann haben wir gegoogelt, was für eine Temperatur könnte so ein Strahl haben, der etwas dematerialisiert, beziehungsweise wir haben uns auch Gedanken gemacht, okay, Prickly's Schuhe sind verbrannt. Die waren am Ende noch auf dem Boden, haben gequalmt, das waren so Lederschuhe, so Golfschuhe, die waren wirklich komplett geschmolzen. Dann haben wir gegoogelt, ja, wir haben tatsächlich gegoogelt, bei was für einer Temperatur Leder schmilzt. Und ich meine, was war's? War's 70 Grad? 75 Grad Celsius. 75 Grad. Bei 75 Grad schmilzt Leder. Das heißt, diese Hitze, die da von diesem Strahl ausging, die war ja auf Prickly's ganzen Körper, hat sich ja verteilt, weil nur Prickly konnte diese Hitze an die Schuhe abgeben, damit die schmelzen. Das heißt, Prickly's kompletter Körper muss 75 Grad heiß gewesen sein. Und diese Szene, die geht bestimmt so 2 bis 3 Sekunden, wo er unter diesem Strahl quasi am gebrutzelt wird. Ja. So. Und das Ding ist, wir haben danach gegoogelt, ab wie viel Grad man sich so und so schwere Brandverletzungen zuzieht. Und schon bei 70 Grad zieht sich der Körper Brandverletzungen dritten Grades zu. Also das sind wirklich schon sehr schwere Brandverletzungen. Bei 40 Grad war es, glaube ich, oder bei 30. Bei 40 kriegt man überhaupt Verbrennungen ersten Grades. Bei 70 Grad hast du Verbrennungen dritten Grades. Ach so. So war das? Ich weiß nicht mehr genau auswendig, aber ja. Und das war ja mindestens 75 Grad. Das heißt, Prickly's Brandverletzungen müssten irgendwo zwischen dritten und vierten Grades sein. Das heißt, selbst wenn er woanders wieder materialisiert worden wäre, hätte er das niemals überlebt. Er wäre nach kurzer Zeit an diesen Brandverletzungen gestorben. Und dann, ja, dann haben wir noch einige andere Theorien aufgestellt, weil Prickly ja dann nachher im Film wieder vorkommt, quicklebendig. Ja. Ob er eventuell durch einen Klon ersetzt wurde, etc. Aber darauf wollen wir jetzt nicht näher eingehen, weil Claudio hat den Kampf hier gerade geschafft. Richtig, ja, auf jeden Fall. Ja. Es funktioniert nicht immer. Hier ist der Letzte. Boah. So, weg mit dir. Heftig. Alter. So. Ja, da wäre ich auch kaputt hier. Ja.
war gerade Massenmord. Ja. Wir sind ja schon tot. Come on. Xehanort. How long has it been since I abandoned that name? Out with it, nobody. Where's Kairi? Where's Riku? I know nothing of any Kairi. As for Riku, perhaps you should ask your king. Stop! Mies. He's gone. Show our duty. What's going on? Way to fall right into their trap. Come on, it's a setup by Organization 13. Xemnas is using you to destroy the Heartless. That's his big master plan. Xemnas? The guy you just saw. He's their leader. Got it memorized? X-E-M-N-A-S. Organization 13 wants to get rid of the Heartless? Man, you're slow. Every Heartless slain with that Keyblade releases a captive heart. That is what the organization is after. So what are those guys gonna do with the hearts? I'm not telling. Tell us! You're the one who kidnapped Kairi. Bingo. The name's Axel. Got it memorized. Where is Kairi? Please, just tell me! Look, about Kairi, I'm sorry. Axel. Uh-oh. We'll ensure he receives the maximum punishment. I don't care about any of that. Just let me into the realm of darkness, okay? If it's Kairi you're worried about, don't. We're taking very good care of her. Take me to her. Is she that important to you? Yeah, more than anything. Show me how important. Please. So, you really do care for her? In that case, the answer's no. You run! Are you angry? Do you hate me? Then take that rage and direct it at the Heartless. Pitiful Heartless, mindlessly collecting hearts. And yet, they know not the true power of what they hold. The rage of the Keyblade releases those hearts. They gather in darkness, masterless and free, until they weave together to make kingdom hearts. And when that time comes, we can truly, finally exist. What in the world do you think you're prattling on about? Kingdom hearts belongs to me. The heart of all kingdoms. The heart of all that lives.
A dominion fit to be called Kingdom Hearts must be my dominion! Maleficent, no! No more Heartless! I do not take orders from you! Fool. Oh no! While I keep these creatures at bay, you devise a way to vanquish them forever! Maleficent. Do not misunderstand me. I shall have my revenge on you yet. Maleficent! Leave now! I don't take orders from you. Sure, come on! But what about... Now then, where did we leave off? Which side are you guys on, anyway? The Heartless ally with whoever's the strongest. Yes, Sora. Extract more hearts. No! The hearts! Maybe everything we've done, maybe it was all for nothing. What am I supposed to do if I can't use the Keyblade? Imbeciles! You can't be trusted to do anything. Huh? Jo. Oh, shit. Viel Story heute. Yes, viel, viel Story. Sora! Donald! Goofy! Relax. Those three aren't going down that easily. The Keyblade's chosen one. He's a lucky kid. See you soon. Yeah, okay. Ist klar. Ja. Sora knows the truth now. The more Heartless that he defeats, the closer he is to becoming our perfect puppet. This new knowledge will make him that much harder to control. What does it matter, really? Whatever his circumstances, Sora has never been able to help himself from saving people from the Heartless. It's what his pure little heart wants. There. The dice have been cast. Things are in motion. He can't stop this. Nothing is set in stone. If the dice aren't in your favor, you will share Demix's fate. The fun is in not knowing. Isn't it? What is the point of betting on something if you already know the outcome? Are you sure that defeating him won't derail the organization's plan? If he is to die so easily, he is of no use to us. That's exactly what I wanted to hear. It's not in my nature to hold back. I guess sometimes help comes from unexpected places. Aber sicher. Sure does.
Maybe everything we've done, maybe it was all for nothing. What am I supposed to do if I can't use the Keyblade? Imbeciles! You can't be trusted to do anything. Huh? What's this place? It must be the realm of darkness. Darkness. Dark. Kairi! Riku! Hat ein Geschenk mitgebracht. Das ist so random. Donuts. Hoffentlich sind es Donuts. Oh nein! Oh. Gorge! It's the gang from Twilight Town. There's Hainer, Pence, Olette, and, Roxas. You know him? No. The name just popped into my head. This is Roxas. Are you sure you want to eat that? Chunky? No. Sweet! Das ist so weird, Alter. Was denn? Maleficent zieht sie hier rein und dann ist dann aber wieder einer von der Organisation, der ihnen dann geschenkt da lässt, wo das Schlüsselloch drin ist. Ja, cool, ne? Das heißt, Maleficent und die Organisation haben quasi zusammengearbeitet, damit das hier gesealt werden kann. Nein, Daniel, du hast einen kleinen Fehler. Das war niemand von der Organisation. Ja, genau. Ja, das hat jetzt Sora gesagt. Yeah, Ice Cream. It's refreshing and tastes really good. Warum haben wir die als Gegenstand bekommen? Die schmilzt doch. Wir haben jetzt Eiscreme. Okay, alles klar. Yeah, the gang. Wir haben in unserem Gummischiff, haben wir ein Tiefkühlschrank oder so. Ja. Wonder if there's some sort of clue. And who would have left them for us anyway? Riku? No. Oh. You think? Nee. Just this feeling I got. Hey, what if the Heartless are back again? I can't use the Keyblade. That would only help the organization. But Sora, I think you have to use it. If we don't fight them, the Heartless will keep on hurting folks. Da hat er recht. Oh. Ja, ja, doch. Ah, Hollow Bastion. Also es gibt ein Hollow Bastion, drei Schlüssellöcher, die versiegelt werden müssen. Ich weiß nicht, also zumindest, also die Schlüssellöcher sind keine wirklichen Schlüssellöcher, sondern halt so drei Major Aufgaben sozusagen. Ja, ja, also das erste ist fertig. Das zweite ist jetzt die Aftermath sozusagen. Das dritte ist noch Winnie-Pooh. Ja, stimmt, Winnie-Pooh. Stimmt, Winnie-Pooh ist auch halt noch. Und hier, wir können ja sogar zu Port Royal. Und Port zu Royal. Den anderen wieder. Beast Castle und Mulan. Warte, 35. Okay, erst zu Hollow Bastion, danach zu Mulan. Ah, hier können wir auch hin, aber hier ist kein Schneefleckchen. Und hier ist auch kein Schneefleckchen. Ne, da ist gar nichts. Aber können wir zu Ariel? Das ist die spannende Frage. Ja. Ja, aber ja. Ja, aber das machen wir alles erst im nächsten Part. Wir haben viel gelernt hier. Yes. Viel Story. Ja. Und es sieht nicht so gut aus für die Jungs hier. Ist ja doof. Naja. Aber ja.
Aber warte, bevor wir Tschüss sagen, machen wir noch ein bisschen Puzzle Pieces hier. Ah, ja, das können wir machen, ja. So, hier, das hier. Ja, das ist, da ist irgendwie fast nichts dazugekommen. Oh. So. Perfekt. Hübsch. Ja, wow. Okay. Und Daylight. Oh, noch was? Wow. Das kommt hier oben. Ja, also, ja, irgendwo da oben, genau. Perfekt. Ja, das passt. Das ist wunderbar. Aber ansonsten wird es halt schwierig, weil alles andere ist irgendwo mittig und da lässt sich jetzt schwer rausfinden, wo das irgendwie sein könnte. Das ist richtig. Aber wir lassen es mal so. Ha! Okay, ha. Das macht total Sinn. Ja, ja, wir lassen es hier. Ja, so, genau, ja. Das kommt, ich sag dir, das kommt, Ja, alles klar. Hier hin. Guck, das passt perfekt dahin. Ja, du kannst es sogar noch eins höher machen. Vielleicht klappt's. Oh, oder meinst du. Ja. Oh. Aber das passt genau nicht. Das heißt, kommt genau eins muss man hier runter machen. Und das muss eins hoch. Oh, look at this. Wahnsinn. Bald Wahnsinn, wird das so Bild langsam vollendet ergibt sein. Das alles einen Sinn. Yeah. Richtig. Okay, dann ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir werden. Yes. Wir haben sozusagen die Hälfte des Spiels durch. Genau. Dann vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.